Es ist nun traurige Gewissheit. Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Mettchendorf, bei dem Mutter, Vater und Tochter starben, handelt es sich um einen erweiterten Suizid. Heute haben Brandermittler die Ruine eingehend untersucht. Schnellen Aufschluss über die Hintergründe hatte ein Abschiedsbrief der Familie gebracht, der auf der Plattform Facebook veröffentlicht wurde. Er enthält viele Vorwürfe. Vor allem gegen den Inhaber der Baufirma, die das Haus der Familie errichten sollte. Doch er meldete Insolvenz an, noch bevor der Bau abgeschlossen war. Damit fehlte der Familie 40.000 Euro, um den Rohbau ihres Hauses fertigzustellen. In dem Abschiedsbrief wird auch dem Halbbruder von Beata S. eine Teilschuld gegeben. Peter B. soll der Unglücksfamilie die Baufirma empfohlen haben. Ein Interview mit ihm finden Sie exklusiv auf www.nwzplay.de.